zur Pressekonferenz nach der Partie EV Landshut gegen die Ravensburg Tower Stars. Der Endstand 3:2 für den EVL. Bei mir sind die beiden Trainer bzw. der sportliche Leiter des EVL nach aktuellem Stand, Danny Nord und Toni Grinner. Ja, wie immer bitten wir den Gästecoach um ein kurzes Statement. Danny, was ist dein Fazit für das Spiel heute? Ja, erstmal guten Abend. Gratuliere Toni für den Sieg, Toni und Heavy. Ich glaube, wir haben heute sehr gut gespielt, gut Auswärtsspiel für uns. Ich bin zufrieden mit unserer Leistung, aber bis auf einen Wechsel in zweite Drittel, wo wir diese zwei Tore kassiert haben. Aber sonst, jedes Mal, dass du Auswärtsspiel und besonders hier, weil Landshut eine gute Mannschaft ist und die Heimmannschaft schießt nicht über 30 Mal auf dein Tor, hast du gut defensiv gespielt. Torschancen haben wir genug gehabt. Ich glaube, das Spiel war schon ausgeglichen. Mit ein bisschen Glück hätten wir heute die Punkte, aber hat heute Landshut gehabt. Und das mag alles noch mehr spannend bis also die nächsten vier Spiele, wenn man die Tabelle sieht. Aber wir werden unseren Kopf nicht hängen lassen. Wenn wir so spielen wie heute, werden wir wieder gewinnen. Vielen Dank, Danny. Ja, Toni, herzlichen Glückwunsch zur Heimpremiere und herzlich willkommen zum ersten Heimspiel, offiziell als sportlicher Leiter bis nächste Woche. Was ist dein Fazit zur Partie heute? Ja, zuerst einmal einen sehr schönen guten Abend von meiner Seite. Ich bin auch sehr froh, dass ich hier sein kann und die letzten Wochen waren nicht ganz einfach und da möchte ich mich beim Rainer Beck und beim Wickel Donbeck bedanken, dass sie an meiner Seite, hinter mir, vor mir gestanden sind und mit mir zusammen die vier Wochen verbracht haben und dass wir jetzt halt nach vorne schauen können, um eben einen so guten EVL wie heute zu sehen und da Konstanz reinzubringen. Ich bin natürlich sehr, sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Wir haben, wie es Danny sagt, gegen eine sehr, sehr gute Mannschaft gespielt, eine Top-Mannschaft. Und da ist es nicht einfach, denn wir sind noch in einem Crashkurs, Schnellprozess, sage ich mal, in einem Prozess, den wir haben. Wir müssen uns schnellstmöglich bis zu den Playoffs verbessern in ein paar Punkte. Was wir heute schon sehr, sehr gut gemacht haben, ist, dass wir die Fehlerquote, die individuelle Fehlerquote sehr, sehr gering halten konnten. Dass wir von der Strafbank wegblieben, das war ein großes Manko in die letzten Spiele. Und dass wir in der defensiven Zone sehr, sehr gut arbeiten und wenig zugelassen haben. Eine geschlossene, kompakte, kämpferische Top-Mannschaftsleistung. Und man sieht schon, die Spiele jetzt, die ähneln schon und kommen sehr nahe dem Playoff-Charakter. Wenn ich das sehe, wie sie Cody zum Schluss in den Schuss nur reinschmeißt, muss ich schon fast sagen, ist ein Bodyguard vom Tyler gewesen. Und so muss man agieren, so muss man arbeiten, um zu punkten. Jeder Punkt ist wichtig. Und noch dazu gegen eine Top-Mannschaft, die auswärts jetzt halt auch bei anderen Mannschaften gewonnen hat, zu punkten, drei Punkte zu holen, am Freitag einen Punkt auswärts zu holen, das ist der richtige Weg. Und den wollen wir beibehalten. Wir haben jetzt eine Woche Zeit, uns wieder einen Schritt zu entwickeln, weiterzuarbeiten, um dann wieder ein schweres Auswärtsspiel in Rosenheim, ein großes Derby, gut präpariert zu sein, um dort das Spiel zu gewinnen. Danke. Ja, Toni, vielen Dank. Gibt es Fragen von Seiten der Presse? Das ist zunächst Alf Niedermeyer. Von der Strafbank, Eddie Rinke, Leithans hat einen dummen Check gemacht. Im ersten Drittel war das die Konsequenz, dass du ihn hast sitzen lassen. Ja, es geht um die Strafzeit gegen Eddie Rinke Leithans, die aus Sicht von Alf Niedermeyer nicht besonders glücklich war. Und der Toni hat dann Konsequenzen gezogen und ihn erstmal sitzen lassen. Ja, ist ja klar, dass wir in unsere Besprechungen die ganze Woche über im Training diese Problematik Strafzeiten bearbeiten. Ist klar, es ist kein Zufall, dass wir die meisten Unterzahlsituationen in der Liga haben. Das ist Fakt. Und dagegen muss man angehen. Und wenn ich im ersten Wechsel, aus welchen Gründen auch immer, übermotiviert, dumm oder sonst irgendwas, so eine Strafzeit nehme, dann hat das halt eine Konsequenz, weil sonst rede ich
für die Katz, und das wollen wir ja nicht. Wir wollen uns ja verbessern, und wenn das dient, dann ist ja alles richtig gemacht. Benni, deine Spieler haben sich nach dem vermeintlichen Sirene war zu hören, 4:2 aufgeregt, das glaube ich gab noch eine Spieldauer. War das der Grund für die Aufregung, dass sie gesagt haben, kein Empty Net Goal? Ja, die Frage vom Alf geht an Danny Nord, und zwar an die Situation ja direkt nach der Schlusssirene, als der Puck noch ins Tor getrullert ist, aber allerdings eigentlich mehr als offensichtlich zu spät. Dann gab es ein bisschen Aufregung, weißt du da mehr? Also es gab noch ein paar Strafen nachzulesen im Spielbericht, aber genaueres. Nein, ich war schon weg. Also bin nicht gesehen, aber ich glaube, er hat jeder gesehen im Stadion, dass das Tor nicht gültig war, und nur der Schiri hat das gleich das Tor gegeben. Kann man die Spieler auch verstehen, weil es gibt viele Emotionen im Spiel, wir waren nah dran, und wenn ein Schiri mit viel Energie pfeift und am Ball bleibt bis zu Ende, dann sicher, es gibt solche Situationen. Toni Grinner, möchte kurz dazu was sagen? Hat das jetzt gegeben oder nicht? Ich habe nichts mehr mitgekriegt. Nimmer gegeben. Ja, gut, okay. Toni, noch eine Frage. Du hast es erwähnt, dank der Hilfe von Christian Domberg und Rainer Beck, moralische Unterstützung. Hattest du in den vergangenen Tagen, Wochen schlaflose Nächte und kannst jetzt vielleicht wieder ruhiger schlafen, nachdem der ganze Zirkus mit deinem Ex-Arbeitgeber vorbei ist? Ja, die Frage geht an Toni Grinner, berechtigterweise fragt der Alf Niedermeyer nach, wie es ihm jetzt geht, nachdem endlich der Kampf mit dem SC Rissa sie abgeschlossen ist. Also zwei Sachen kann man mir nicht nehmen, das ist ein Schlaf und ein Appetit. Das sind die zwei Sachen, die kann man kein Mensch nicht nehmen. Aber dass natürlich das eine angenehmere Situation ist, das ist ja vollkommen klar. War unzufriedenstellend für alle, und darum bin ich sehr froh, dass diese Problematik gelöst ist und wir jetzt halt absolut nur nach vorne schauen können, nicht nach hinten oder was noch irgendwo im Raum steht. Wir schauen nach vorne, wir wollen uns Schritt für Schritt verbessern, um für die Playoffs top präpariert zu sein. Vielen Dank. Es gibt noch weitere Fragen. Wie wird sich das in den nächsten Wochen entwickeln? Die Mannschaft hat jetzt zweimal recht gefestigt präsentiert. Bleibst du bei dem und setzt sie nur ein, wenn sich irgendwie was ergeben sollte, verletzungsmäßig bei den anderen Ausländern, oder sagst du, das machen wir jede Woche aufs Neue? Legen wir das fest. Die Frage von Tobi Nagler von der Landshuter Zeitung geht dahin, dass Brad Staubitz zweimal jetzt draußen war, die Defensive eigentlich sehr gut gestanden ist, und ob das jetzt schon mal eine wegweisende Entscheidung war für die nächsten Spiele oder ob sich da jederzeit was ändern kann. Die Defensive muss, egal mit wem hinten, gut stehen. Das Potenzial haben wir. Das ist der erste Punkt. Jeder hat seine Aufgabe, seinen Job zu erfüllen. Da gibt es keine Grauzone, es gibt schwarz oder weiß, und jeder hat seine Position, und in der muss er sich zu 100% diszipliniert bewegen. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, der Cody war über mehrere Wochen weg. Er braucht Spielpraxis. Wir brauchen alle Spieler im Saft zu den Playoffs. Wir werden die Woche über beobachten, wie sich das alles entwickelt. Ich werde mich am Montag, Dienstag, Mittwoch noch überhaupt nicht festlegen, was am Freitag los ist. Aber Fakt ist, dass jeder Spieler im Saft stehen muss, dass jeder Spieler Spielpraxis braucht. Und du kannst trainieren, wie du willst. Wenn du nicht den Game Shape, die Spielkondition, das Spielverständnis, deinen Rhythmus kriegst, dann bist du nur zu 80% bereit. Und da muss man den Spielern und allen Spielern die Chance geben, dass sie topfit für die Playoffs sind. Gut, vielen Dank. Es gibt noch eine weitere Frage. Die Frage geht an Danny Nord, dass man hier eben in der letzten Zeit anscheinend öfter Spiele ein bisschen unglücklich verloren hat. Also die zwei Tore, so einer kann damit leben, aber das zweite war der Spieler, das zweite Tor, da war der Spieler ganz alleine im Slot. Und ich finde es nur schade für die Spieler, weil die arbeiten hart, die sind dran, und dann ist ein kleiner Blackout, und oft ist das, meine, das hat
Anfang des Jahres viel mehr passiert, da haben wir viel mehr Tore kassiert. Und wie der Toni vorher gesagt hat, die individuelle Fehlerquote haben wir auch runtergebracht. Aber sicher, man sieht das ganze Spiel heute und verliert 3-2 und man hätte eigentlich Punkte nach Hause bringen können, das ist schon ärgerlich. Ich hoffe, dass alle Spieler ärgert sich genauso viel wie ich oder der Hocker oder wie alle da. Es gibt nicht ein paar, die sagen, okay, ich ärgere mich, aber nächstes Spiel kann man etwas tun. Die wissen es, die Spieler. Also wir reden immer drüber. Wir haben unsere Kandidaten in der Mannschaft, sage ich, wo die dran arbeiten müssen. Aber die sind viel besser geworden. Jetzt, das ist wieder, sage ich, ja, ich sage es auf Englisch, back to reality, zur Realität, zurück zum Realität, dass es geht nicht alleine, Spiele zu gewinnen. Die Gegner, die wollen auch im Playoff, die wollen auch ihre Plätze festigen. Und deswegen musst du 60 Minuten hellwach, konzentriert und bissig sein. Sonst passiert wie heute. Vielen Dank. Es gibt sonst keine weiteren Fragen. Dann darf ich Ihnen noch kurz die Zwischen- und Endergebnisse aus der DL2 verkünden. Die Eispiraten Krimmitschau haben 5-2 gegen den ESV Kaufbeuren gewonnen. Die Dresdner Eislöwen 1-5 zu Hause verloren gegen die Frankfurter Löwen. Der SC Riesersee schlägt den SC Bietigheim Steelers mit 4-2. Die Lausitzer Füchse verlieren zu Hause 2-3 gegen den Kassel Huskies. Die Heilbronner Falken waren nach dem ersten Drittel 0-1 gegen Bremerhaven zurück. Und in der Partie Rosenheim gegen Bad Nauheim ging es ins Penaltyschießen. Die Star Bulls haben 4-3 gewonnen. Damit haben auch die beiden nächsten Gegner unseres EVL direkt in einer Partie. Am Freitag geht es nach Rosenheim. Wie ich schon mehrfach gesagt habe, alle, die dabei sein wollen, besorgt euch am besten Online-Tickets unter starbulls.de. Und am Sonntag geht es dann gegen den EC Bad Nauheim vor hoffentlich voller Hütte ins vorletzte Heimspiel in der Hauptrunde. Bis dahin allen einen schönen Faschingsausklang, eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Macht's es gut, Servus, pfiat euch.